Willkommen zurück, Leute, bei meinem alten, aber ich denke mal immer noch guten Let's Play von Super Pokémon Rumble Blast. Ja, ups, ich habe das schon länger nicht mehr gespielt und das Let's Play habe ich eigentlich aufgehört, aus dem Grund, das hat gerade gekillt, egal. Eben, ich habe mit dem aufgehört, weil ich einfach echt keinen Bock mehr darauf gehabt hatte, aber ich habe gesehen, dass es gut gelaufen ist, also wegen den Aufrufen und so. Da dachte ich, ja, wieso nicht? Ich werde es einfach mal wieder hervorbringen. Und ja, ich habe da nicht weitergemacht oder so. Also, ich glaube es auf jeden Fall nicht. Ja. Wir werden da einfach mal ein bisschen spielen. Weil ich habe eben, wie gesagt, ein bisschen Lust gehabt. Und ja. Da dachte ich doch, wieso nicht das eine Let's Play weitermachen, das ich vor langer Zeit einmal angefangen habe. Und jetzt stehen wir wieder da. Ja. Ich habe da gerade keine Ahnung, wo wir sind. Also ich meine, in welchem Ort. Haben wir vorhin nicht geachtet. Aber wir werden uns dann nochmal durchkämpfen. Und ich hoffe, ich lege mir dann nicht zu viel zu. Mit dem Let's Play, weil ich weiß nicht genau, wie lange das Spiel gehen soll. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich nicht wieder so ein, wie soll ich sagen, so ein Gefühl bekomme, dass ich es doch nicht mehr Let's Playen will. Aber es sollte schon gehen, denke ich. Und ich weiß gerade nicht, wieso ich alle umlege. Das müsste ich ja gar nicht. Ich könnte einfach durchlaufen. Aber egal. Räumen wir einfach mal diese Pokémon aus dem Weg, die mir genau im Weg sind. Und ja, falls ihr das Let's Play von The Wind Waker HD auf der Wii U noch nicht gesehen habt, da kommen jeden Tag bestimmt mindestens ein Part auf. Und wenn es gut geht, kommen auch zwei. Also das heißt von den, das hängt von den Ladezeiten ab. Oh Scheiße, ich gehe da mal kurz weg und wähle. Hab da kein, doch. Nimm mal das Schwalbini da. Zack. Oh, noch mal ein Schwalbini. Ja eben parallel zu dem Let's Play, also. Ja, läuft eben Wind Waker HD auf der Wii U und Ocarina of Time 3D. Da kommt auch jeden Tag ein Part auf. Also, ja, werde ich eins hochladen. Und noch Lego City Undercover. Aber da habe ich schon einmal gesagt, dass von dem Spiel nicht so viele Parts erscheinen werden. Also, vielleicht eins oder zwei maximal pro Woche. Weil ich mich jetzt hauptsächlich auf The Wind Waker und Ocarina of Time 3D fixieren will. Und von dem Pokémon Rumble da, werde ich einfach so viele Parts machen, lol, wie ich eben kann. Flügelschlag kann der, ja, nehmen wir mal den. Lol, der killt mich ja fast. Alter, willst du mich verarschen? Der killt mich ja gleich. Was daneben? Oh, hab's geschafft. Ich weiß nicht, habt ihr die Leben von dem Viech gesehen oder nicht? Nicht. Ich mach mal so. Hat man zwar einen schwarzen Rand ein bisschen, aber das geht schon okay. Oh, schon okay, Alter. Gutes Deutsch. So, wir haben da 68, was gemacht? 68 Pokémon besiegt, oder was? Und ein paar neue Freunde haben wir auch dazu gewonnen. Ja. Also die Ebene da haben wir erledigt, geschafft. Und ja, gehen wir mal einfach in die nächste.
kann Rutenschlapp nicht erlernen. Ja, ist schon okay. Geh da weg. Also, soll ich bei dem Seso-Kids bleiben? Also, meine, es hat einen Boss vorhin. Doch, doch, das ist schon okay. So, ich mache da jeden gleich kaputt. Stirb! Du, auch und gleich du und los! Alle tot! Ich werde euch alle umbringen. Ihr habt keine Chance. Weiter geht's! Und ja, ihr könnt mir auch sagen, was ich an meinen Videos verbessern könnte. Also die Qualität von den 3DS-Titeln. Aua. Aua! Mann! Die kann ich ja eher schlecht verbessern, da ich mit einer Kamera aufnehmen muss. Ich habe leider keine Capture Card und könnte mir zwar eine zulegen, aber da müsste ich noch ein bisschen sparen. Die kostet um die, also ich sag mal zwischen 400 und 600 Euro. Und ich habe ja noch, ich brauche das Geld ja noch für anderes Zeug, eben für Essen und so. Oh, geh mal da wieder drauf. So. Sollte reichen. Moment, den nehmen wir mit. So. Was ist so? Ah, kauf sie, okay. Ah! Scheiße, Mann! Hör doch auf! Hör doch auf! Ui. So, Moment, wir wechseln mal das Pokémon. Ach so, da kann ich diese Favoriten machen. Ne, das braucht nicht. Ja, nehmen wir mal das Mauzi da. Das kann Kratzfurie. Ich weiß nicht, ob das. Doch, das ist sehr. Wow. Scheiße, ich muss nicht treffen können. Das ist nicht mal schwach. Ich meine, Angriffstempo ist OP. Der schlägt sau schnell zu und es gibt viel Schaden. Hm. So, da kommen wir mal schon wieder zum Boss. Wen haben wir denn da? Zebritz! Ich hoffe einfach, der killt mich nicht auch mit einem Schlag schon. Geh weg, geh weg, geh weg! Komm schon her! Geh drauf! Aua! Oh! Ich kill einfach mal die anderen da. Oh shit! Geh drauf! Wen nehmen wir? Wen nehmen wir? Wir nehmen... Ne, das hat zu wenig Leben. Mogelhieb? Habe ich da keinen mehr mit? Ruckzuckhieb, Kratzer, Tackle, Flügelschlag. Nehmen wir eben dieses Visor da. So. Geschafft! Gut gemacht, Visor. So, nehmen wir mal das Geld da auf. Und weiter geht's. Wir haben 72 Feinde erlegt. Okay. Ja, das muss ich nicht ansehen. Wir gehen einfach mal weiter. Das da unten habe ich schon gemacht. Ich weiß nicht, ob das im letzten Let's Play gemacht wurde, aber... Ja, keine Ahnung. Was kann ich da lernen? Widerhall. Nope, das brauche ich nicht. So, Turmbereich. Jetzt überall Trasler oder Tralsar oder wie auch immer die heißen. Ich will da zuerst das Pokémon wechseln. So, der Cheater oder wie auch immer man das aussprechen will. Okay, nee, der ist ja sau schwach. Was soll das? Wie sieht's mit dem aus? Ja, eben. Er ist schon ein bisschen besser. Nicht viel, aber ein bisschen.
So, zuerst einmal Angriff und Trefferrate erhöhen. Den nehmen wir mit. Aua! Ihr könnt mich mal. Ah, scheiße, die wandern. Moment, Moment, ich gehe da mal essen. Ich will da kein Risiko eingehen. Was nützt mir das? Ah, bewegungsunfähig. Oh. Pantimimi. Ein sehr starkes sogar, schon fast Stärke 300. Nochmal eines und das hat die Stärke 300. Okay, nicht schlecht. So, wir gehen einfach mal weiter und sehen, was uns da erwartet. Ja, nicht viel. Ich glaube, wir müssen nur noch ein. Ach, du heilige Scheiße! So. Endlich. Nochmals ein Pantimimi mit der Stärke. Oh shit, geht er weg. Einfach weg. So, und bevor wir weitergehen, nehmen wir jetzt zuerst mal der da auf, Somnium. Und wir. Ja, das sind zwei gleiche Pantimimi mit allem, also genau gleich viel HP und Stärke und ja, was auch immer. Die Attacke war auch gleich. So, gegen Hypnomorba dürfen wir da kämpfen. Oh shit, du triffst mich nicht. Oh, ich habe nichts gesagt. Du bist gleich tot. Aua. Das tat weh. So, noch einmal. Perfekt. Yeah. Geschafft. So. Oh, ich habe mir Hypnomorph freigeschalten da. Mit Psystrahl. Den werde ich gleich mitnehmen. Und weiter geht's. Wir haben 46 umgebracht. Und neu. Top. Ja, wie auch immer. So, wir gehen da mal erstmal weiter. Jupp. Battle Royale wären wir schon wieder angekommen. Gibt's da irgendeine Regel? Ich bin hier, um dich anzufeuern. Du wirst das Kind schon schaukeln, ne? Kind? Da bin ich mir ganz sicher. Ah, das Kind. Ja, ne, eben. Wieso Kind? ich hoffe, du hast ausreichend vorbereitet. Na klar, habe ich das. Wir gehen da gleich einmal rein. Und werden denen zeigen, wozu wir fähig sind. Battle Royale. Halbfinale. Stärke 52 und Prämie ist 500. Okay. Denen werden wir es nun zeigen. Eins, los! So, auch das reicht nicht. Ich denke mal, mit dem sollte es relativ einfach gehen. Jetzt kommt er schon. Skalik, Gladiantri und Capuno. Uch, du heilige Scheiße. Alter! Okay, dann kann ich nicht wissen, bis ich. Aua. Bis der tot ist. Hört mal auf. So, willst du einen mal sterben da? Geht doch. Selbst schuld, wenn ihr euch gegen mich anlegt. So, Rang S haben wir. Rekord. Ja, das ist ja auch das erste Mal, dass wir es gemacht haben. Also der Battle Royale da. Das heißt, muss ja fast ein Rekord sein. So, zuletzt besiegt Skalik, ja, was auch immer. So, was ist nun los? Ich gebe es nicht gerne zu, aber wir haben verloren. Du wolltest doch was von mir wissen, oder nicht?
Ich sag dir was, wenn du in der nächsten Runde nochmal gewinnst, beantworte ich all deine Fragen. Streng dich also besser an. Ja, okay. Ja, ich will da wieder raus. Wo kann ich da rausgehen? Hä? Mit dem? Wo komme ich nun hin? Was? Nee, ich will doch nicht. Ach so, der Kampf gehört dazu. Was ist das? Serpi Royal? Admurai? Und Flambirex? Ja, und der ist jetzt nicht einmal geheilt, oder wie? Ja, na klar, oder? Ist klar. Wie soll ich denn da gewinnen, Alter? Das wird echt schwer. Ja, ich weiß, ich habe noch zwei Pokémons zur Verfügung nachher. Aber trotzdem. Ja, jetzt bin ich tot. Also, wir müssen eine weise Entscheidung machen. Ja, wir nehmen mal Pantimimi. Da kann ich nämlich von der Ferne angreifen. So, ja, das geht schon viel besser so. Lass mich mal da durchgehen, bitte. Alter, nein, 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 hör doch auf! Ich will nicht verwirrt sein. Ja, kommt nun. Geh doch weg, Alter! Ja, na toll! Ach! Wir nehmen nochmals das. Nein, 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 das ist das. Das ist das Falsche. Ja, nee, ist klar, ne? Wie soll ich denn gegen die gewinnen jetzt? Das erfordert Taktik. Vielleicht ein bisschen. Alter, ich habe Angst. Scheiße, die anderen. Oh, nochmal ein Schwein gehabt. Ich hab's geschafft. Yes! Geschafft! Wir haben wieder Rang S. Das ist sehr gut. Und sehr viel Geld haben wir auch noch gewonnen. Ja, das müssen wir alles nicht sehen. Wir sind nämlich der Champion! Glückwunsch! Schmuckerschlüssel. Du hast einen Schmuckerschlüssel. Was? Schmucken. Alter, was sind denn das für Namen, ey? Halt der dich als Champion-Ausweis. Ja, Schmuckenschlüssel. Alter, what the fuck, Mann? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt das umgeschafft. Bravo, bravo, du hast es geschafft. Scheiß Yorklef. Das muss ich sofort den anderen erzählen. Ich mache mich schon mal auf den Weg zurück in die Stadt. Ja, geh du nur. Lass mich alleine, ne? Ja, ich denke mal, dass ich auch zurück muss. Ah, Moment, da kann ich ja durch. So, gehen wir da zurück nach Spielstadt. Was ist jetzt? Es ist einfach schrecklich. Was sollen wir denn jetzt machen? Der Lichtbrunnen ist fast leer. Reiß mit der Sprache, Gladiantri. Du weißt doch ganz genau, was hier los ist. Werft ihr uns etwa vor, wir hätten euch euren Lichthau geklaut? So etwas würden wir nie tun. Aber wer könnte es dann gewesen sein? Also wenn du mich so fragst, als wir die Stadt verlassen haben, sind wir zufällig einem Rabigator über den Weg gelaufen. Aha, Rabigator. Einem Rabigator? Er sagte der Lichthau, diese Stadt sei vollkommen unbewacht und dass es ein Kinderspiel sei. Oh, ups. Und dass es danach ab und nach Oststadt gehen würde. Dann steckt also ein Rabigator hinter dem Diebstahl des Lichthaus. Wir müssen diesen Schuft finden. Ja, aber wir können Spielstadt nicht einfach so sich selbst überlassen. Ja. In einem Notfall wie diesem sind wir auf die Hilfe des Champions angewiesen. Ha, das bin ich. Ja, was ist jetzt los? Weg nach Oststadt. Gib gut auf dich Acht. Das heißt wohl, wir müssen da durchgehen. Vielleicht läuft man sich ja noch einmal irgendwo über den Weg. Ja, sowieso. Kurz vor deinem Sieg beim Battle Royal. Ja, geht es mal weiter. Ah, okay.
Meine treuen Untergebenen. Dem Lichtau wohnen besondere Kräfte inne. Okay, interessant. Diese scheißbösen Pokémon. Ihr seht selbst, welch ungeheures Potenzial darin verborgen ist. Schwärmt aus und bringt mich so viel Lichttau, wie ihr nur finden könnt. Okay. Kapitel 2. Der Raub des Lichttaus. Oststadt. Du bist in Oststadt angekommen. Ja. Schon wieder das Rabigator. Der Lichttau gehört ab sofort uns. Boom. So ergeht es denen, die sich uns in den Weg stellen. Einmal volltanken, bitte. Was die eigentlich meinen, ne? Nee, echt jetzt. Die Firma hat dankt. Kein Problem, Arschlöcher. Wer bist du denn? Im Ernst, du bist der Champion des Battle Royals? Du musst uns helfen, bring uns unseren Lichttau zurück, bitte! Oh, vielen Dank, das ist aber nett. Wir alle stehen dir mit Rat und Tat zur Seite, mein Freund. Ein bisschen Lichttau ist noch übrig, du kannst dich nach Belieben daran bedienen. Jupp, das ist, glaube ich, sogar noch nötig. Ja. Okay, aber das war's mal wieder für den Part und ich hoffe, ihr seid jetzt wirklich gespannt, dass es so wieder weitergehen wird. Aber bis zum nächsten Part, bleibt locker.